Das Besondere ist, dass die Familie seit über 100 Jahren einfach schafft, das Schweizer Publikum zu verzaubern. Ich bin wieder mal hin und weg. Also was jetzt ganz speziell ist, nach dieser langen Pause, die war, für alle Künstler und eben auch für den Zirkus, ist das Tempo, das das Programm hat. Fulminante Anfang mit diesen Töpfen, wo die Leute am Schluss, das ganze Publikum steht, das habe ich so noch nie erlebt im Zirkus Knie. Also neben dem, dass der Zirkus Knie natürlich über Traditionen hinweg ganz viele neue Shows geliefert hat, ist der Zirkus Knie natürlich eine Besonderheit, weil es ist unser Schweizer Stolz und er gehört zu uns. Und umso schöner ist es, dass er natürlich dieses Jahr wieder da ist. Im gleichen Kontext, im gleichen Dorf, wo das ja immer stattfindet, immer wieder eine neue Show geboten wird. Und das macht es natürlich so einzigartig, weil man kommt eigentlich immer wieder heim und kann wieder etwas Neues sehen. Die Idee, dass ein Sänger in der Headline ist, finde ich super genial, weil ich glaube, dass damit auch die nächsten Generationen vom Publikum angezogen wird. Roter Faden im Programm, wie der Bastian Becker singt super und sieht wahnsinnig gut aus. Und dass er jetzt hier auch noch artistisch tätig ist, das hätte ich gar nicht erwartet von ihm. Er ist natürlich fit wie Turnschuhe. Und das tut im Programm sehr gut. Das macht das Programm modern und natürlich auch attraktiv für die Jungen. Lustig, es ist kreativ und ich habe so geäussert von Lachen. Ich musste schauen, dass ich bin, glaube ich, in der drittvordersten Reihe, ich musste so lachen. Der Zirkus Knie ist einzigartig, weil er wahrscheinlich eine der längsten Traditionen hat im Zirkusgebiet, aber immer up-to-date ist. Er spricht gerade heute Abend wieder jung und alt an und er tut auch die neue Generation faszinieren, sodass auch die wieder in den Zirkus kommen und den grössten Plausch und die beste Unterhaltung haben. Inspirierend. Man ist einen ganzen Abend lang fasziniert. Es hat wahnsinnige Künstler dabei. Bastian Becker, top. Michael, irrsinnig mit dem Pferd. Und natürlich das absolute Highlight für mich ist die kleine Chanel. Also wirklich, es lohnt sich zu schauen. Geht schauen, es ist genial.